Braucht man als Kampfkünstler oder Kampfsportler heutzutage eigentlich noch einen Verband? Darüber will ich mit dir im nachfolgenden Video sprechen. Ich bin Robert von Blue Dragon. Viel Spaß beim Video. Mittlerweile habe ich mit vielen Zuschauern unseres YouTube-Kanals regen Kontakt und es macht sehr viel Spaß, mit euch konstruktiv über Kampfkunst und Kampfsport zu sprechen. Der Erfahrungsaustausch bedeutet mir persönlich sehr viel, denn genau das ist es, was das Internet heutzutage möglich macht. Es kann quasi einen Verband regelrecht ersetzen. Denn ein Verband, wenn man das Wort ursprünglich mal nimmt, bedeutet ja eigentlich, es soll Leute verbinden oder auch wie der Verein Leute vereinen. Durch das Internet stehen heutzutage aber Möglichkeiten, ja, jedem regelrecht offen, um mit Leuten eben in Kontakt zu kommen und dann den Erfahrungsaustausch zu betreiben. Doch braucht man denn dann heutzutage noch überhaupt einen Verband? Und wenn ja, welcher ist dann sinnvoll? Genau über das Thema Verband habe ich mich letztens mit ein paar von euch unterhalten und ich fand es vor allen Dingen erstaunlich, was ihr so für Erfahrungen habt. Ja, also teilweise gab es da ein sehr negatives Feedback zu Verbänden und die Antwort war stellenweise, ja, ich gehe nie wieder in einen Verband hinein. Aber wie genau siehst du das zum Beispiel? Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Bist du in einem Verband? Hältst du es für sinnvoll, in einem Verband zu sein? Und ja, schreib auch gern drunter, in welchem du bist und warum du dann in diesem bist. Ich persönlich bin in einem Verband, aber auch in einem losen Netzwerk, was genau die Idee hat, die Leute also trotzdem zu vereinen, jedoch ohne ein ja, riesengroßes Reglement als solches. Und das macht sehr viel Spaß. Also mittlerweile habe ich auch durch das Netzwerk Leute kennengelernt, mit denen wir mittlerweile Dinge zusammen machen. Zum Beispiel war ich letztens in Italien gewesen beim Angelo. Vielleicht hat jemand den Instagram-Post oder Facebook-Post davon gesehen. Eine ganz tolle Sache, wie es also aufgrund des Internets passieren kann, dass man eben Leute, gleichgesinnte Leute kennenlernt, um dann eben einen Erfahrungsaustausch stattfinden zu lassen. Was also genau ist denn die Aufgabe jetzt des Verbandes als solches? Also in erster Linie haben wir ja schon gesagt, der Erfahrungsaustausch sollte ganz, ganz oben stehen, beziehungsweise die Wissensvermittlung. Und als zweites denke ich, sollte dieser Verband dann eben nicht durch zu harte Reglements eben limitieren. Also ich habe da schon so Sachen gehört, wie zum Beispiel, man darf dann keine anderen Verbände mit haben oder man darf auch gar keine anderen Lehrer mehr haben. Wie ist das bei euch? Habt ihr auch schon so eine Sachen gehört? Das finde ich auf jeden Fall in der heutigen Zeit total überflüssig. Und auch das war ja damals schon bei Kampfkunst, ja, Stilen sage ich jetzt mal, auch ein Thema. Wenn, dann musst du deinem einen Lehrer treu bleiben. Findest du das eigentlich zeitgerecht heutzutage? Also ich persönlich schaue ja sehr gerne, wie wir Kampfkünstler sagen, über den Tellerrand hinaus, weil es wirklich unglaublich viele Dinge gibt, die die Kampfkunst eigentlich hergibt. Einer hat letztens zum Beispiel mir geantwortet geschrieben, dass ein ganzes Leben gar nicht ausreicht, um Kampfkunst zu lernen, weil das Spektrum einfach viel zu groß ist. Und ja, dem kann ich eigentlich zustimmen, weil wenn man das mal zerpflückt, wie viele Schubladen es eigentlich in der Kampfkunst gibt. Da haben wir Bodenkampf, dann den Nahkampf, Waffen haben wir, Würfe haben wir, Hebel haben wir, reine Box- und Tritttechniken, also wirklich ein riesen Spektrum. Und dass man ja dann auch noch mal zerpflücken kann in wirklich technisches Training. Also wir haben ja letztens ein Video mit dazu gemacht, wie man zum Beispiel physikalisch vorgehen kann, um Techniken nochmal zu verbessern. Oder aber auch das Fitnesstraining als solches, um das ganze Thema Kampfkunst rund zu machen. Und da hat es natürlich ein einzelner Verband relativ schwer, weil es ja oftmals auch darum geht, ja, in einer bestimmten Stilrichtung nur voranzugehen. Ja, was, kennst du da einen Verband, der wirklich nur stilabhängig vorgeht? Oder kennst du einen Verband, der komplett offen ist, wo Erfahrungsaustausch aus verschiedenen Kampfkunststilen stattfindet? Das würde mich mal interessieren. Ich persönlich kenne da nämlich genau zwei, die zum einen wirklich in der Stilrichtung vorgehen und zum anderen aber auch einen Verband, der wirklich komplett offen ist. Und den mag ich eigentlich auch ganz besonders, ja? Weil der Erfahrungsaustausch, den ich aus diesem Verband mitnehmen konnte, der hat mich da ganz massiv vorangebracht. Und ich denke, das sollte immer das ganz, ganz große Ziel sein, dass man sich als Einzelner, genauso wie als Gruppe, aber auch komplett voranbringen kann. Also unterm Strich muss ich sagen, man kann heutzutage in einem Verband sein, sollte aber seine eigenen Werte dabei wiederfinden. Finde aber die Möglichkeit, die man durch das Internet hat, sich quasi ein eigenes Netzwerk aufzubauen, auch richtig, richtig gut. Ja,
Also ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Kommentar zu dem Video. Wenn es dir gefallen hat, wie ich das so sehe, dann gib mir für das Video gerne ein Like. Und wenn es nächste Woche wieder ein bisschen kühler ist, machen wir wieder ein bisschen mehr Action. Aber ich denke, das Thema Verband ist eins, was Kampfkünstler, Kampfsportler durchaus beschäftigt. Also, ich bin Robert von Blue Dragon. Bis zum nächsten Video. Ciao.